Okay, wieder zurück. Und hoffentlich werden wir jetzt an das Eislevel schaffen. Wow. Also das ist echt übel. Der Hund schliedert. Yeah! Nur weil sie unbedingt Eiskunstläuferin werden wollte. Aber musste sie dann leider als Hexe als beruflichen Werdegang entscheiden und hat sie gedacht, Ma, jetzt muss ich so ein schwarzes Hexenkleid auch haben. Ich wollte das viel lieber. Ah, schönes Kostüm haben. Eiskunstlaufkostüm. Aber tja, Marissa, Pech gehabt. Musstest halt Hex werden. Nicht jeder hat es in der Berufswahl heutzutage leicht. Ach, ich lasse euch durch. Die Marissa ist gnädig, sie muss nicht jeden killen. Ist zwar gnadenloser Hex und so, wow, aber... Aber naja, ah, jetzt kommen wir wenigstens nur auf 6 Punkte. Jetzt können wir da herumballern. Mit Magic. It's Magic. It's a gun. Magic, Magic, Magic. Wenn ich bloß wüsste, wer das tun hat. Ja, wow! Eigentlich hat er mich voll getroffen, aber... So, kommt's her. Ich mag jetzt da rauf. Ja, ich kann nicht rauf. Kann ich auch verschießen. Ja, wenigstens eins. Jawohl! Okay, da war ich noch nicht. Jetzt ganz fussig. Ja, scheiß auf den Pilz. Wow! Das war zart! Jawohl. Auf für schnell. Nicht, dass so ein Fluschel mich fertig macht. Ja, vielleicht. Ich glaube, der will jetzt auch immer Fluschel nennen, aber dann hat sich jetzt irgendwie so angeeignet. Ja. Komm schon, der Level muss doch bald vorbei sein. Und. Nee! Also wirklich. Na? Jawohl, Ende! Geil, das habe ich auch noch nie gemacht. Ja. Rutsch im Sonnenuntergang entgegen, wie immer. Also, ja, it Castle Time. Und die Musik ist auch richtig geil. Boah, Toho-Musik ist sowas Göttliches. Das klappt's gar nicht. Meiner Meinung nach. Ah, da war es Lehm. Ich habe jetzt zwar nicht auf die Punkte geachtet, aber ich glaube 256 hat man. Wow. Ja, da ist schon anderes. Das ist schon ein bisschen gefährlicher als wie draußen in der freien Natur im Wald, wo die Zecken überfallen. Ich meine, gut, Marissa kann von Zecken auch drauf gehen, aber. Na, Zecken sind der Marissa scheißegal, aber von kleinen Wattebarschen lässt sie sich killen. Weil sie zu Tode kuscheln. Na, zu Tode kuscheln nicht, aber. Ich kann mir vorstellen, dass dann erstickt, weil. Herr schnell! Und drüber! Was ist denn da hinten? Mag ich da oben? Nee. Ich mag jetzt nicht meine 4 Punkte und das. Aber da. Und das ist so gut da rechts. Nee, riskieren. Ach, geh halt unten entlang, Pilz. Wie immer ein Pilz in die Stacheln wandern kann. Und 32 Tonnen. Wow, wenn das den Marissa erwischt, sonst zerquetscht. Das soll in sowas ähnliches wie die komischen Steine aus Super Mario sein. Wie heißen die bloß? Swamps oder so. Ich hab schon gemerkt, dass ich falsch gesprungen bin. War mir eigentlich schuld. Aber naja, immer in 8. Level schon. Ja, wenn das echt so schnell geht, dann will ich vielleicht noch extra Stages raushängen. Zumindest bis ich mich auf die extra Stages nicht aufregt bis zum Gegner haben. Drüber! Jawohl. Marissa halt nichts auf. Und ja, ein Spiel, was ich auch gerne spielen würde, nur habe ich es schon ein paar Mal probiert, sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Rechner, ist halt Scarlet Order Rhapsody. Warum es nicht funktioniert, weiß ich nicht. Aber. Na, komm. Jawohl, noch ein Blitz. Da unten ist bestimmt ein Lane drin. Ach, die kann sich ja nicht rutschen, so wie Mario. Marissa! Ah! Ja. Voll in der Stoffeln gelandet. Wow, nicht nochmal. Brav sein, Marissa. Sehr braves, kleines Madel. Und geh wieder in die Schule! Wow, fast zu weit. Ja, ich weiß, da unten ist es zu, aber da geh ich nicht entlang. Denn da rechts geht's auch noch weiter. Ja, das weiß ich. Und jetzt werden wir da ein paar Puscheln killen. Ne, 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 ne. Ach, Dreck.
Ja, ich bin ein super Springer heute. Ja, wieder von da. Das Level haben wir ja noch nicht oft genug gesehen. Das wollte ich noch weiter sehen, wie fail. Wie ich da versag. Wow, das war ein bisschen zu viel Speed, Marissa. Wow. Also muss ich schon sagen, das Spiel muss jeder, der gerne Super Mario spielt, selber auch mal ausprobieren. Wow. Schnell, renn. Wow. Also jetzt hast du nicht über deinen Rock da stehst, obwohl, so ist der kleine Witz vielleicht ein Mini-Rock sein, aber naja. Also jeder, der gerne Super Mario spielt, ist der Idee, der dir an das Spiel empfehlen, denn das Spiel ist auch andere Ecken. Ja. Na! Ach, scheiß drauf. Drüber! Ich wollte jetzt eigentlich... Eigentlich habe ich Stockholm voll berührt, aber was soll's. Ich wollte jetzt eigentlich einen Skill lösen, indem ich zuerst das Leben halte und dann den Pilz, aber... ist wohl nichts geworden. Und ich mag da umlang, ich mag echt das Zahn. Und es gibt ja Leute, die das Spiel nicht kennen. Ja. Obwohl, jeder, der den Emero kennt, wird das Spiel wohl kennen. Komm her. Einmal du und du und drüber. Jawohl! Geil! Diesmal killt mich doch keiner. Marissa's Revenge. Na, Kartoffel. Yeah, 4 Punkte. Was uns nichts mehr bringt, da ich weiß, dass du gleich zu serviert. Ja, ich weiß, Spoiler. Und da hat man noch ein Leben gesehen. Da, jawohl, noch ein Leben. Geil. Yeah. Warum man die Marissa goldene Pilze frisst, aber naja. Soweit ich weiß, ist die Story halt, dass ein Pilz sich geschrumpft hat und dass sie jetzt wieder wachsen will. Wow, Geisterseelen. Schön langsam. Die Seelen des Hakurai scheint sind entkommen. Nose. Schön langsam. Nur nichts überall. Wie war's da? Das ist zu schon. Wow. Der Level ist aber die größte Verarschung. Nein, das ist aus. Wie lange hat das jetzt gedauert? Ein paar Sekunden? Wir sind gerade einmal bei 7.33. Ah, zum Glück ist Super Marissa Land in einem Kastel. Also in Kastelform. Da kann ich auch die Zeit ausschauen und kann meine Aufnahmen gut abschätzen. Yeah. Ja. Oh! Ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir uns auch mit Feen anlegen, aber dann hupf ja. Nicht dann hupf ich, sondern dann hupft die Marissa einfach gnadenlos in ein Loch rein. Weil sie denkt, ja, schauen wir mal in so ein Loch rein, schauen wir mal, was da drin ist. Ja, ich bin gesprungen, verdammt! Marissa! Du kannst doch wohl deinen Hax ein bisschen Ärger haben, wenn du schon siehst, dass da unten eine Schlucht ist und du merkst, oh nein, wenn ich da oben voll bin, ich hin. Dann wirst du wohl ein bisschen in dein Leben anstrengen können und deinen Hax ein bisschen Ärger haben. Ach, scheiß auf die Fee da. Ich hab jetzt keine Lust mehr, sie zu killen. Du siehst, Kummer. Ja. Lochende Blumen. Ja, die kenne ich mal noch. So, ihr Feen! Stirbt's! Jetzt ist wieder Zeit für Marissas Rache. Du brauchst du gar nicht so grinsen, ja? Komm her. Oh, obwohl, das war intelligent von dir, dass du drunter buckt hast. Aber trotzdem kannst du nicht beißen. Marissa ist zu mächtig in der Form. Und das Geräusch ist immer noch geil. Mann, ob ich einen Hunger. Ich glaube, ich sollte immer noch essen. Stirbt's, alle! Ja, der Marissa halt nichts auf. Yeah, Skillshot. Noch ein Skillshot. Ja. Oh, kleine Pustekuchen. Haut's ab da. Ja, Level beendet, passt. Ich glaube, ein Level mache ich noch. Ja, die öfte Stage mache ich noch und dann. Und dann will ich ja, einen Schnitt machen. Vorausgesetzt, der Level geht sich aus. Spinnen! Lieber nicht zu hoch. Jawohl, Schwammerl.
Kommt's her. Yeah. Und jetzt kommen wir wieder auf 6 Punkte. Yeah. Jetzt kann die Marissa wieder durch die Gegend ballern. Wo sie in dem Raum aber überhaupt nichts nutzt. Na, ich wollte gerade sagen, ich lasse mich von euch nicht verarschen, aber ich will mich doch von euch verarschen lassen. Ja, das kenne ich. So was Ähnliches gibt es, glaube ich, auch bei Super Mario. Renn, 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 renn. Ja, ihr Pustekuchen. Ja, der Spinn hat mich gegriffen. Ach, was soll's, ich bin schon wieder bei fast 12 Minuten. Ich weiß, ich könnte längere Videos machen, aber ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt einen kurzen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch.